So kennt ihn jeder in Israel als Moderator der beliebtesten Nachrichtensendung. Vor einem Jahr hat Yair Lapid hier gekündigt, um die Politik aufzumischen. Es ist ihm gelungen, vom TV zum Politstar, aus dem Nichts zweitstärkste Kraft. Yesh Atid hat er seine Partei genannt. Der Name ist Programm. Es gibt eine Zukunft. Wer Yesh Atid gewählt hat, hat das Zentrum gewählt. Gegenseitiges Vertrauen, Bildung und erschwinglichen Wohnraum. Sommer 2011. Hunderttausende Israelis auf den Straßen des Landes aus Protest gegen die hohen Lebenshaltungskosten. Lange hält sich die Bewegung nicht in der Öffentlichkeit, aber aus Protestcampern werden Protestwähler für Yair Lapid. In dieser WG in Tel Aviv haben sie ihn alle gewählt. Nahostkonflikt, Palästinenserstaat, eine Frage ist für sie wichtiger als all das. Wie sollen wir finanziell über die Runden kommen? Lapid kümmert sich um die gerechte Verteilung von Wohlstand. Er wird sich kümmern um den Mittelstand. Er ist nicht extrem rechts und nicht extrem links. Er hat die wichtigen Dinge im Blick. Denkzettelwahl für den Premierminister. Sein Parteienbündnis bleibt stärkste Kraft, aber Benjamin Netanyahu ist angezählt. Beinahe verzweifelt versucht er, eine neue Koalition zusammenzubekommen, umgarnt auch den Neuen im Parlament. Heute klingt Netanyahu selbst plötzlich wie Lapid. Wir müssen soziale Gerechtigkeit schaffen, bezahlbaren Wohnraum und ein neues Regierungssystem. Wie geht's jetzt weiter? Hektik in den Fernsehstudios, die Experten überbieten sich mit immer ausgefalleneren Koalitionsvarianten. Selbst eine Rotation ist im Gespräch. Erst Netanyahu als Premier, dann Lapid. Es wird sich noch zeigen, ob Netanyahu Premier bleiben kann. Es ist die wahrscheinlichste Möglichkeit. Es kommt darauf an, welche Regierung er bildet. Wenn er eine Rechtsregierung bildet, wird sie nicht lange halten. Israels Zeitungen zeigen Lapid, den neuen starken Mann, beim Kickboxen. Ohne ihn, da sind sich alle einig, geht in Israels Politik jetzt nicht mehr viel.